Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Videobriefing. Es geht um insgesamt vier Sachen heute. Einmal die Sendung über die 70er und 80er Toys, wo wir ja schon angesprochen haben. Dann über die Matchbox-Autos und über die Märklin-Eisenbahn und über die Star Trek Bandai Playmates-Figuren. Beginnen wir am besten mal kurz mal hier. Bei der 80er, 70er, 80er Sendung werden wir Märklin kurz ansprechen. Ja, ist also genug Material vorhanden, mehr als genug. Das sprechen wir ganz kurz an, müssen aber auch aufpassen, dass wir da nichts vergessen. Bei den Hörspielen gehen wir einfach her und machen einfach mal querbeet, drei Fragezeichen, fünf Freunde, Perry Roden, was es so gab. Die Meister des Universums sprechen wir natürlich auch an, aber da müssen wir uns leider kurz fassen, sonst kriegen wir die ja in die Sendung nicht rein. Zauberwürfel, Faltpuzzle ebenfalls. Als Zwischensequenz nehmen wir diese alten Streichholzschachteln, die sind ja echt cool. Frag mich nicht, wo ich die her habe, ich habe sie einfach gefunden. Analoge Fotografie, das war ja bei uns ja sehr weit verbreitet, digitale gab es ja noch nicht. Das nehmen wir auch so ein bisschen als Zwischensequenz. Da können wir den Nostalgiewert der Sendung steigern. Ja, das ist ein lustiger Satz. VHS, da gucke ich auch noch nach Betamax-Kassetten, dass wir die auch noch reinkriegen. Ja, meine Star Wars dürfen wir auch nur ganz kurz anschneiden. Ich habe meine Taschenlampensammlung, die bringe ich auch rein. Taschenlampen, was sammle ich denn eigentlich nicht? Also ich sammle auch alles, da haben wir auch viele aus den 70er und 80er Jahren drin. Der Captain darf natürlich nicht fehlen, Captain Future. Und Fischer Technik. Ich meine, das war ja das Spielzeug der 70er und 80er Jahre. Es sind ca. 20 Kästen vorhanden, also mehr als genug Material. Dann ein Schwenk über die Matchbox-Autos. Jo, hat es also auch alles genug. Ist also alles genug da. Und am Ende noch die Sendung über die Star Trek Playmates. Da sind auch zwei, drei Kisten voll da. Also, jetzt gehen wir mal ganz kurz nochmal rüber. Märklin-Sendung. Leute, da müssen wir uns reinhängen. Da müssen wir wirklich recherchieren, weil das ist ein sehr umfangreiches, extrem komplexes Sammelgebiet. Die verschiedenen Packungen schildern ja auch die verschiedenen Jahrzehnte, da wo was erschienen ist, müssen wir also richtig reinhängen. Weil der Sammler, der weiß das. Und da dürfen wir uns keinen Patzer erlauben. Der Traum eines jeden Märklin-Sammlers ist natürlich das Krokodil. Da habe ich einen Doppelpack. Das sind also beide drin. Krokodil ist dabei, muss auf jeden Fall mit rein. Da bringen wir auch ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie komplex das Thema Märklin ist. Hier zum Beispiel die V200, die hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verändert. Hier zum Beispiel da verschiedene Verpackungen aus den 50ern, 60ern. Hier hat sie zum Beispiel nur DB und hier steht Deutsche Bundesbahn. Und dann gibt es die sogenannten Raute-Kartons. Das gute Stück habe ich irgendwann mal von einem Dachboden runtergezogen. Das stand aus den 50er Jahren. War bei einem Restbestand oder so dabei. Also da gibt es verschiedene Varianten. Wir werden die Varianten natürlich nicht einzeln ansprechen. Das wäre viel, viel zu komplex. Da könnte man eine eigene Serie draus machen. Aber das zeigt schon alleine die Komplexität dieses Themas, was nur diese eine Lok angeht. Also genau recherchieren, dass es uns da nicht schief geht. Die Leute sollen ja schließlich ihre Freude dran haben. Ja, da gab es auch diese Version aus der Schweiz. Die V200 nannte ich früher mal Jujui. Also das ist genug von Märklin vorhanden. Und was ich auch noch gefunden habe, diese Wiki-Autos da mit diesen verschiedenen Modellen. Hier ist auch eins aus Metall. Also, wir können aus dem Vollen schöpfen. Wenn wir das erledigt haben, die Star Trek Playmates-Figuren. Da ist also auch mehr als genug da aus den 90er Jahren. Das bringen wir auf jeden Fall auch. Matchbox. Leute, also es ist unglaublich. Dieses gute Stück hier ist 50 Jahre alt. Viele der Fahrzeuge sind sehr, 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 sehr alt. Das wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt hier mal gerade mal grob alles so raussortiert, so aus den 70er und 80er Jahren. Das können wir bei der 70er, 80er Sendung reinbringen und über die Sendung, über die Matchbox selber. Also es sind teilweise sehr schöne Stücke dabei. Man muss aber dazu sagen, der Zustand geht von neuwertig bis Schrott. Müssen wir also aussortieren. Also, da möchten wir auch gleich loslegen. Wir werden alle nicht erwachsen. Na, also, ja, da müssen wir wirklich aussortieren. Da können wir bestimmt nicht alles bringen. Ich dachte, dass wir einfach mal so einen groben Überblick über die Geschichte von Matchbox bringen und dass wir dann einfach einzelne Fahrzeuge zeigen, so 50 bis 100. Natürlich können wir da nicht alles zeigen, das würde ja Stunden dauern. Und jede der Sendungen soll maximal eine Stunde gehen. Die Carry Chases. Ja, also auf die Sendung freue ich mich besonders. Ich hoffe, dass wir den wöchentlichen Rhythmus behalten können. Aber ihr wisst ja selber, wie es gerade aussieht, zeitmäßig.
Was soll ich jetzt noch sagen? Das war's. Oh, kleines Problem haben wir noch. Leute, ich habe ein Problem. Und das betrifft die Sendung mit Judith. Der Hugo. Ich habe den Hugo bekommen im absoluten Traumzustand. Aber jetzt habe ich ein Problem. Der wurde ja in Plastikbeuteln verkauft, aber es gab auch einen Farbkarton. Und den suche ich. Ich weiß, er ist ziemlich selten. Und original verpackt und noch seltener. Und ich will in der seltenen Variante. Vielleicht kann mir irgendjemand helfen. Surft am besten mal ein bisschen im Internet rum. eBay habe ich schon gecheckt. Und Sammlerforum für Stofftiere habe ich auch schon gecheckt. Also ich weiß nur, dass es diese Farbbox gegeben haben muss. Aber wo ich die herkriege, das weiß ich leider nicht. Die hätte ich gerne in meiner Vitrine. Und für die Sendung. Also Leute, ich will ja nichts sagen. Wenn es ein Stand auf der Sammlerbörse wäre, dann wäre ich jetzt arm. Hey. Ich meine, guckt euch das mal an. 1973. Ah, den finde ich besonders cool. Den habe ich gefunden. Ja. Guckt euch mal die Trompeten da oben an. 1974. Der hat schon einige Einsätze hinter sich. Na, ich muss professionell bleiben. Also Leute. Das waren die Themen. Die vier Sendungen, die machen mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen. Bis auf die Playmates, das ist ja kein Thema, aber die andere, gerade die 70er, 80er Sendung. Ich habe ja ein paar Mails von euch schon bekommen und wir telefonieren ja auch nochmal und dann gehen wir nochmal alles durch. Oh, ich vermisse meine Flohmärkte.